Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Black and White 2. Wir sind ja hier im neuen Level mit den Asiaten, haben einen Dorf uns ein bisschen gewaltsam einverleibt, ein anderes nur durch Begeisterung. Die sind jetzt weg und entsprechend können wir jetzt schon ein paar Gewinne, sagen wir mal, verzeichnen für uns. Yay! Soweit so gut, aber sind natürlich noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Hast du hier noch her? Hier passt doch noch eine Straße her. Na, zu nah dran. Wieder zu nah. So. Wenn nämlich hier schon die nächsten Häuser dran bauen. Beziehungsweise wir bauen die Straße noch ein wenig weiter. So, es wurde Holz gesammelt. Sehr schön, wieder ein bisschen Tribut. Wunderbar. Läuft bei uns. Hat das Trompetenhorn oder was das war irgendeine Bedeutung? Diese Menschen schließen sich uns an und akzeptieren unseren Ehrenkodex. Dadurch mehren sie unsere Macht. Ich würde sagen, wir versuchen mal aus unserer Kreatur einen Baumeister zu machen. Dass wir mal ein bisschen, beim Bauen hilft. Lassen ihn eben die Bäume wegbringen. Ach, ich habe noch gar kein Gehege für die Kreatur, stimmt. Das wäre auch durchaus von Vorteil. Ein richtiger Tempel. Die Hochachtung aller Fremden ist uns gewiss. Hier, dafür müssen wir, glaube ich, erstmal noch ein bisschen. Können sich unsere Untertanen erholen und unsere ruhmreiche Zukunft begießen. Wir müssen erstmal gucken, dass er ein bisschen mehr Einfluss gewinnt, dass sich unser Gebiet erweitert. Weil dann haben die ja vielleicht auch bald Bock, zu uns zu kommen. Und die hinten auch, auch wenn die einen längeren Weg haben. Oh, da fehlt auch schon nicht mehr viel. Sieht man das? Nur noch 409 Eindruck brauchen wir. Ja, läuft. Warte mal, können wir das Gehege nicht hier hin? Ja, doch, hier könnte man es rein theoretisch hinbauen. Ja, wenn der doofe Schild da noch nicht im Weg wäre. Und doch, wir haben 6000 Erz gesammelt. Sehr gut, aber ich glaube, wir haben einen. Noch ein Dorf erobert? Wer zu schnell marschiert, vernachlässigt seine Flanke. Ach, halt doch die Klappe. Noch mehr Anhänger. Jeder einzelne von ihnen macht uns stärker. Wir werden siegen. Wir brauchen definitiv mehr Bauern. Bekehrte Bauer. So, wie schaut's aus mit Happiness? Wir haben keine Kinder. Ich habe doch ein paar Brüter, oder sind die, gibt's die nicht mehr? Bekehrte Brüter. Das ist natürlich schlecht, wenn wir keine Brüter haben. Bekehrte Brüter. Nein, du solltest eigentlich ein Brüter werden. Bekehrte Brüter. So, dann brütet mal ein bisschen. Wir brauchen Nachwuchs, ihr Lieben. Geht doch nicht, dass wir keine Kinder haben. Ich meine, gut, im richtigen Leben habe ich auch keine, aber das ist was anderes. Ist es wieder dick geworden, oder was? Oha, das ist ja eine geile Animation. Ja, jetzt hat er gerafft, was er machen soll. Sehr schön. Achso, das ist doch noch nicht fertig. Na gut. Was fehlt denn hier noch? 100 Erz, ja. Finden wir den irgendwo? Haben wir nicht hier noch irgendwo ein bisschen Erz rumliegen? Haben wir überhaupt noch Erz? Sieht gerade tatsächlich eher schlecht aus, ne? Oh je, wenn wir kein Erz haben, ist das mies. Boah, ich muss jetzt mal die ganzen Schilder hier durchklicken. Kreatur schlaf, lässt du deine Kreatur. Gemeinsam werden wir den Griechen trotzen und diese Bedrohung aus unserem Land jagen. Ja, gib doch Ruhe. Persönlichkeit, jede Kreatur hat ihre eigene Persönlichkeit und ihre eigenen Vorlieben. Manche mögen Fleisch, manche Getreide, einige lieben die Gewalt, andere entspannen sich lieber beim Spielen. Beobachte deine Kreatur, damit du ihre Persönlichkeit optimal nutzen kannst.
Kaufe im Tribut Wunder, die deine Kreatur wirken kann. Ach so, die muss man dann auch noch kaufen. Noch mehr Baumaterial für ihre Gebäude. Boah, ist ja einiges hier. Ich glaube, wir sollten tatsächlich mal sowas wie einen Friedhof uns einverleihen. Wir haben noch jede Menge Tribut über. Das finde ich schon mal gut. Sollen wir als erstes, ja, so eine Kinderkrippe wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ein Altersheim. Es wurden bis der Tod seine Sense ölt und ihnen einen Besuch abstattet. Aha. Gut, weiß ich jetzt nicht, ob das so zwangsläufig Sinn macht. Bäder. Menschen wollen sich in der gesunden... Führen unsere Städte in Versuchung. Postiert auf den Mauern Bogenschützen. Mhm. Die Menschen wollen sich in der gesunden Atmosphäre und dem... Gib doch Ruhe, Mensch. Aus. Und dem entspannenden Wasser der Bäder erholen. Dabei werden sie glücklich und sauber. Tauchen, Laufen, Kopfsprünge und Haustiere verboten. Aha. Befestigte Mauer. Die Mauer schlägt beinahe jeden Angriff deiner Gegner zurück und gibt den Bürgern ein Gefühl der Sicherheit. Oha. Ein Amphitheater, auch nicht schlecht. Okay, das können wir uns aber leider nicht leisten. Schade. Sirenenwunder. Der Gesang der Sirene bringt deine Gegner dazu, sich dir anzuschließen. Oh. Okay. Da sollten wir später mal schauen. So, ihr dürft gerne zu uns kommen. Ach, hier oben ist auch noch ein Durchgang. Oh, gut, dass ich das sehe. Aber hier oben ist auch noch vor allem ein Bergwerk. So, da brauchen wir noch Erz. Bekehrter Veredler. Brauchen wir hier noch was? Jo. Holz? Nur noch Holz ja dann. Ja, ein Feld, da bin ich bei euch. Das sollten wir hier auch nochmal hinpacken. Machen wir mal hier hin. Oha, was kommt jetzt? Ich werde interessiert zusehen, während die Sirene ihr Werk vollbringt. So, jetzt gab es leider wieder einen Grafikbug. Mal schauen, was jetzt bei den Sirenen passieren wird. Okay, die laufen da hinten rum. Na gut. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die mir dann die Truppen klaut oder ob dann einfach Leute abwandern bei mir. Ich finde beides jetzt nicht sonderlich geil. Eine Kinderkrippe, ja guck. Das wäre doch mal eine sinnvolle Baumaßnahme, die man machen könnte. 15.000, wofür denn jetzt? Also ich meine, ich finde es gut, dass ich es kriege, aber ich wüsste gerne, wofür. So, machen Kinder wir da die Kinder zu Kinder sind unsere Zukunft und müssen versorgt werden. In einer Krippe wachsen die Krieger von morgen heran. So, da sind ein paar neue für uns. So wenig Mampf bringt ihr nur mit. Hätten wir jetzt ein bisschen mehr erhofft. So, du machst weiter hier den Baumeister, würde ich hoffen. Ja, genau, hilf so oft, wie es geht beim Bau der Gebäude. Sehr schön. Ja, da darfst du stolz sein, Kleiner. So, haben wir mal wieder ein bisschen was rein. Unsere Macht und unsere Kultur ziehen die Menschen an. Müssen wir gucken, dass wir zeitnah unser Gebiet hierhin ausweiten, dass wir dann da auch entsprechend
ein bisschen Einfluss kriegen und eine Mauer bauen können. Wäre mir das schon recht lieb. Toll, hier habe ich nirgendwo Platz für eine Waffenkammer. Schön. Also, wie geht's unserer Kreatur in Sachen Freien? Oh, die hat ja so gut wie gar keinen freien Willen. Ja, komm, dann lassen wir mal wieder ein bisschen ihren Willen. Da haben wir immer noch keinen Platz für das Gehege. Das braucht aber auch eine Fläche, mein Gott. Ach komm, wir machen es einfach gut, dahin. Ein Schlafplatz für unsere Kreatur. Unser Kleiner muss ja auch endlich mal schlafen. So, wie viel Holz haben wir? Oh, kaum. Das ist natürlich Käse. Bekehrter Förster. Sollen wir auf jeden Fall mal ein paar Förster bekehren? Bekehrter Förster. Bekehrter Förster. Bekehrter Veredler. So, plus 57%, das ist mir noch viel zu wenig. Bekehrter Veredler. Bekehrter Veredler. Ah, plus 65, es wird so langsam. So, was soll er hier bauen? Ach, den Friedhof. Ja, stimmt. Schade, hier kriegen wir, glaube ich, nichts mehr wirklich hin, ne? An Gebäuden, da ist einfach kein Platz mehr für. Betet sie nur an, eure falschen Götter. Mein Gott ist die Ehre. Was haben sie nur mit dieser Schmelze vor? So, die Schmelze steht, sehr schön. Oh, kombiniere Schwertkämpfer und Bogenschmelzen, damit sich beide im Kampf gegenseitig schützen. Dadurch sind sie deutlich gefährlicher. Ja, geil. Wusste ich gar nicht, dass das auch geht, aber cool. Bekehrter Veredler. Bekehrter Veredler. Bekehrter Veredler. So, dann veredelt mal schön. Plus 70%, aber ich denke, auch da geht noch was. Bekehrter Veredler. Wir beugen uns keinen Eindringlingen. Unsere Torhäuser sind allen eine Warnung. Oha, haben wir jetzt hier schon eine bessere Mauer oder warum sieht das so anders aus? Scheint fast so, ne? Was ist hier immer noch Holz? Na gut, das ist... leider Gottes verständlich. Ja, cool. Ja, jetzt hatte ich noch einen Denkfehler. Ich wollte eigentlich hier mit göttlicher Macht das Holz da reinlegen. Aber irgendwie, weil ich finde es auch schade, dass es scheinbar gar keine Holzwunder gibt. Alkohol benebelt die Sinne aller Baumeister und Strategen. So steht es geschrieben. Komm, wir holen uns mal ein Heilungswunder. Finde ich gut. Gesten holen wir uns dann auch direkt. Greift er gerade irgendwo an, oder? Muss ja, der tickt ja gerade runter. Ach, hier hinten. Ja, gut, soll er machen. Der Krieg geht weiter. Die Azteken zwingen uns, die Griechen zu bekämpfen. Wer seid ihr denn hier hinten? Der Spion muss durch den Wald. Er läuft schnurstracks in einen Hinterhalt. Wenn du die Schilder umdrehst, kommt er vielleicht sicher ans Ziel. Diese dämlichen Räuber folgen auch nur den Schildern. Wir können sie also in die Irre führen und dem Spion das Leben retten. Mhm. Diese Idioten finden mich nie. Geht er jetzt da lang, oder?
Okay, dann gucken wir mal. Drehen wir den mal so. Ach, immer diese Minispielchen. So, ich bleib jetzt mal eben kurz bei ihm. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas verpennen. Und dann aus dem Minispiel nichts wird. Kann ich nicht alle Wachen hier in irgendeine Sackgasse drängen oder so? Wahrscheinlich musst du alle Dinger finden. Einer wird nicht reichen. Fürchte ich zumindest mal. Sehr gut. Das ist die erste Information. Ganz kurz hier schauen, was hier Phase ist. Na, hier entwickelt sich alles langsam, aber sicher weiter. So, wo ist unser Spion? Da wollte ich dich doch gar nicht hinhaben. Du Spinner. Egal. Machen wir halt so weiter. In der Krippe lernen unsere Kinder unsere Städte zu ehren und zu errichten. Schicken wir mal alles hier weg. Da ist die zweite Information und jetzt ist hier hinten die dritte, okay. Würde ich sagen, schicke ich den oben rum wieder zurück. Ihr habt neue Informationen erhalten. Ach, hier hinten muss ich ja noch lang. So, schicken wir den da runter. Genau, und da unten lang. Guck mal kurz, wie es hier ausschaut. Oh. Sieht ja nahrungstechnisch nicht gerade geil aus. Aber da muss man durch. Hä, wo ist er jetzt? Ach, da. Na, ihr bleibt schön da hinten, alle. Nein! Das war knapp. So, ist die dritte Info da oben? Okay. So, dann laufen wir bitte einen Schritt schneller, weil dann haben wir es nämlich. Komm. Ja, komm, hör auf, als Idioten zu bezeichnen und lauf einfach. Das war jetzt knapp. So, dürfte passen. Ich hole mir eben kurz die neuen Larrys hier dazu. Oh, sehr schön. Die haben sehr viel Essen dabei gehabt. Perfekt.
Ihr habt neue Informationen erhalten. Waren das jetzt alle? Oder sind hier noch irgendwo welche? Nö, das müsste doch alles gewesen sein. Ach, fuck. Entschuldigt. Oh, klein Indy hat ins Gras gebissen. Oh, muss ich jetzt echt nochmal von vorne anfangen? Och, nö. Wo war denn jetzt das Problem? Eins. Zwei. Drei. Das, mehr Infos sind hier doch nicht. Oder bin ich blind? Oder gibt es da irgendwo so einen Zielort, wo der hin muss? Nee, egal. Da würde ich sagen, gucken wir mal beim nächsten Mal. Ihr Lieben, wir machen einen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.